Gut, wo sind die? Wo sind die Snapper? Hier sind die Snapper. Alles da. Alles da. Noch ein Snapper? Wir hatten noch zwei getötet. Hier drüben. Ja, nein, nicht den... Oh, ich will keine Knüppel. Okay, ja damit. Gut, dann Westen. Nach Westen. Genau, in diese Richtung. In eine allgemeine diese Richtung. So, ich weiß, ich könnte jetzt natürlich auch einfach einen Cut reinmachen und dann bei Merdarion wieder auftauchen, aber nö, mache ich nicht. Da können wir mal hier die Südecke der Ruinen uns betrachten. Ach, hier gibt es ja immer noch Snapper. So, und da wir jetzt ja auch richtig rennen können, geht es relativ schnell. Ich will euch nochmal kurz hier unten die Grabkammern zeigen, weil ich die ganz hübsch finde. Schließlich steht hier noch alles. Also hier sind auch mal ein paar Statuen mit aufgebaut, finde ich ganz hübsch gemacht. Oder auch in der nächsten Grabkammer, die hier gleich nebenan ist, da steht eine überdimensionierte Urne rum. Oder Vase oder was auch immer. So, gucken wir mal bloß aus der Ferne. Da ist sie. Gut, mehr ist da nicht drin, deswegen gehe ich jetzt gar nicht erst rein. So, Snapper. Snapper, Snapper. Komm her! Die können wir ja zwischendurch immer mal noch so mitnehmen, so. Damit wir nicht nur laufen, laufen und laufen und nochmal laufen. Zack. So ein bisschen zur Auflockerung. So, wir müssen sie natürlich auch kriegen, das ist natürlich die andere Sache. Okay. So. Schnell das Fleisch eingesackt und dann können wir auch mal ein Stück nach Norden gehen. Habe ich übrigens auch vorhin erst festgestellt, hier liegt mal wieder so ein Riesenskelett rum, mitten in den Ruinen. So ein Drache oder was auch immer das darstellen soll halt. Wobei, bei einem Drachen müssten ja eigentlich noch die Knochen für die Flügel mit dabei sein. Ja, und das ist direkt neben dem Zelt von Hassan. So zur Orientierung gerade, wo wir eigentlich sind. Und wir müssten jetzt eigentlich hier lang am besten kommen. Halt, nee. Ich will doch nach Nordwesten, Gottverdammt. Hier lang, genau. Genau, so sieht's aus. Das davon müsste aber die Sandläufer, Wüstenläuferhöhle sein. Meine Güte, ich werde es nie auseinanderhalten können. Das heißt, wir müssen noch ein Stück weiter nach Norden dann. Gehen wir ja gleich mal los, die Ruinen durch. Hier müsste ja auch alles sauber sein mittlerweile. Hüpf. So. Ja, ich freue mich eigentlich auch ein bisschen wieder aus Myrtana, nach Myrtana zu kommen, aus Varrant raus. Hatte ich, glaube ich, in der letzten Aufnahme auch schon erwähnt. Wir sind jetzt wirklich schon lang genug hier in der Wüste. Es sind fast 60 Folgen, die wir hier schon in der Wüste rumkriechen. Gut, es waren auch über 60 Folgen, die wir in Myrtana waren. Also es ist scheinbar so ein Richtwert ungefähr, wie lange man so in den einzelnen Gebieten braucht. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir in Nordmar nicht so lange brauchen werden. Mit denen lege ich mich jetzt nicht an da drüben. Dass wir in Myrtana, in Nordmar nicht so lange brauchen werden. Dort gibt es ja auch nicht so viele Städte und eigentlich nicht so viel, was wir machen können, denke ich. Dort sind es ja nur drei Clans und ein Feuerkloster. Mehr ist ja dort gar nicht. Apropos Feuerkloster, wir müssten mal schauen, beziehungsweise ich müsste mal abseits der Aufnahme schauen, welche Feuerkelche wir jetzt schon erobert haben und welche wir noch ergattern müssen. Denn ich würde es eigentlich schon ganz gerne abschließen mit den Feuerkelchen. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, wem ich die Feuerkelche dann gebe. Wir haben zwei Optionen. Einerseits können wir den Grog bedienen. Hieß ja Grog, ich glaube, ne? Den obersten Schamanen in Geldern. Und andererseits können wir die Feuerkelche nach Nordmar ins Feuerkloster bringen und dort weihen lassen, damit wir sie anschließend den Paladinen zurückgeben, die dann ihre Magie zurückerlangen können. Da ich ja aber eher auf Seiten der Orksöldner und Orks arbeite, hey Kayo, bei dir gibt's auch nichts Neues, will ich eigentlich eher das Ganze bei Grog vorbeibringen. Müssen wir dann mal schauen, erstmal mit Madarion geredet. Mit dem wir nichts mehr bereden können. Na super, den ganzen Weg umsonst gelaufen. Arschloch. So, also, wir merken uns jetzt einfach vor, Oase vor Bakaresch und hier drüben ist Nefarius ungefähr. Das können wir dann alles machen, wenn wir mal wieder hierhin zurückkehren. Jetzt schauen wir erstmal, halt, ich muss doch nochmal hierhin.
Jetzt schauen wir erstmal, was wir sonst noch so an Quests hier oben offen haben. Wir hatten ja nämlich auch Sachen, die wir schon erfüllt haben, da müssen wir nur noch hinlaufen. So, wer ist der Anführer von Nemora? Zerstörer des Rebellenlager, räume den Bauernhof westlich von Treles von Orks. Hengley, der Bauernräuber. So, ich würde vielleicht dann doch eher direkt erstmal wieder in die Südgefilde gehen. So, Hengley, handelst du mit diesem Kram? Eigentlich sollte ich auf die Sachen immer aufpassen. Aha, und wieso ist das ein Questwert? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. So, ach so, wenn der Boss das mitkriegt. Ach, natürlich, also müssen wir ihn verpfeifen sozusagen. So, und ein neuer Mann für Nemora, da müssen wir auch noch jemanden finden. Ah, ich weiß gar nicht mehr, gab es da nicht jemanden, den wir gefunden hatten? Mir war so. So, bringen Russell die Waren aus. Das war es genau. Wir müssen... Okay, dann gehen wir erstmal nach Nemora. Also kehren wir der Wüste nun den Rücken. Es war schön in dir. Haben wir überhaupt einen Teleportstein nach Nemora? Nee, ne? Doch, haben wir. Es war schön hier bei dir, liebe Wüste, liebes Varant. Wir werden wiederkommen und dann hier alles fertig machen in dir. Aber zunächst kehren wir dir nun den Rücken. Auf bald, wir werden uns wiedersehen. Tschüss, liebes Varant. So, das könnte jetzt eine Sekunde dauern, weil wir jetzt doch ein etwas weiteres Stück zurücklegen. Okay, das ging doch ganz schnell. Gut. So, und ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach weiter in der Wassermagie rum. Das dürfte ja eigentlich niemanden stören hier oben. So, Finlay, Tyler. Jetzt müssen wir... Zu wem müssen wir gehen? Russell war es, ne? So, schauen wir mal. Ich würde denken, Russell ist irgendwo... irgendwo weiter oben hier. Hier vielleicht? Nein, nur Rebel. Warum wächst du? Entschuldigung, ich wollte ja gar nicht rein. Ich habe mich nur verlaufen. So, hier ging es lang, genau. Hier ging es nach oben und da müsste auch Russell dann irgendwo mit rumstehen. Hier glaube ich nicht. So, schauen wir mal. Russell, da ist er doch. Hier sind die Waren aus der Wüste. Ich wusste, sie sind noch da. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold. Ah, Ruf 70. Wo kriegen wir denn jetzt den Rest her? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Verdammt, ich brauche noch 5 Rufpunkte und ich weiß nicht, woher ich die nehmen soll. So, nochmal durchgeguckt. Ja, Hengley, der Bauernräuber, den sollen wir beim Boss verpfeifen. Wir wollen ja aber wissen, wer der Boss ist und wissen es momentan noch nicht. Räume den Bauernhof westlich von Treles von Orks. Ja, das würde ich auch gern machen, aber den hatten wir, glaube ich, nicht gefunden, wenn ich mich nicht irre. Wir können ja aber nochmal schauen, weil wir ja ansonsten hier jetzt erstmal nichts weiter zu tun haben mehr. So, das. Ja, Hengley, der Bauernräuber, ja gut, okay. Ein neuer Mann für Nemora wäre natürlich auch noch offen. Die Frage ist, wer ist das? Zu wem sollen wir da? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Treles und hoffen, dass wir irgendwie auf diesen Hof treffen. So. Hops, runter mit dir. Ruckel dich frei, mein Freund. Wir gehen nach Treles. Eieiei, es wird ja gar nicht besser mehr hier, wird ja gar nicht flüssiger mehr. So, vielleicht können wir ja von hier oben gleich gucken. Wir haben ja hier eine etwas erhöhte Position. Vielleicht sehen wir den Hof da irgendwo mal. Irgendwo. Hey Wölfchen. Na, mein Kleines. Geht's dir gut? Hm? Darf ich dich mal streicheln? So. Vorbei. Etwas heftiger gestreichelt. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, hier oben, nee, da sind diese ganzen Ebenen, wo wir die Urviecher besiegt haben. Okay, da drüben ist irgendwas, aber ich glaube, das ist einfach nur Treles. Hier, da hat was geleuchtet, ich habe es genau gesehen. Könnte das vielleicht ein Hof sein? Wir waren hier auf jeden Fall noch nicht, denn hier kriegt ja noch was Lebendiges rum. Jetzt sind die Snapper wieder grün. Ah, hier sitzt jemand. Ist das vielleicht unsere Verstärkung? Könnte das sein? Die Verstärkung für Nemora. Wer bist du denn? Karlen. Moment. Dich habe ich schon einmal gesehen. Was? Mich scheint dir fast jeder zu kennen. Warst du nicht auch mal ein Paladin? Auf jeden Fall bist du auch schon gegen die Orks in die Schlacht gezogen. Das sehe ich dir an.
Paladin? Das halte ich für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Ich habe schon ein wenig Erfahrung gesammelt. Kann ich mir vorstellen. Meine Taten sind auch nicht ganz unbekannt in diesem Teil des Landes. Ich denke, ich könnte dir bestimmt noch einiges beibringen. Wenn ich doch bloß nicht meine Runenmagie verloren hätte. Ich fühle mich, als sei ich nur die Hälfte wert. Ich hatte ja mal einen Jammer-Counter aufgestellt, wie viele am Rumjammern sind, aber das... Ich weiß nicht mehr, bei wie viel wir schon waren. Ja, Karlan, du wirst deine Magie niemals zurückerhalten, weil ich die Feuerkelche nicht nach Nordmar bringen werde. Genau, denn es ist so. Die Zeit der Paladine ist Vergangenheit. Ja, ist schon eine tragische Angelegenheit. Seit die Runenmagie von dieser Welt ging, sind die Orks über uns hergefallen, wie die Fliegen. Wir waren so verwirrt, dass viele von uns nur noch die Flucht ergriffen. Ich war einer von ihnen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass ich noch lebe. Tja, dann müssten sich die Paladine vielleicht mal darauf besinnen, im Namen Innos zum Schwert zu greifen und nicht mit ihrer blöden Runenmagie rumzufuchteln. Das ist eigentlich Aufgabe der Feuermagier. Was machst du hier? Ich warte. Worauf? Auf eine günstige Gelegenheit, meine Kampfkraft wieder einzusetzen. Oh ja, das ist gut. Das ist nämlich genau der Richtige, das stelle ich gerade fest. Was hast du vor? Damals im Krieg hatte ich einen Waffengefährten. Kurt war sein Name. Er war Paladin, so wie ich. Wir kämpften Seite an Seite für den König. Doch als wir den Krieg verloren haben, ist Kurt völlig durchgedreht. Er fing an, einfache Bauern zu ermorden und zu berauben. Er war nicht wiederzuerkennen. Ja, um Kurt haben wir uns ja schon gekümmert. Der Paladin Kurt ist tot. Den haben wir im Gebirge getroffen. Das war der abtrünnige Paladin, den wir dort niedergemetzelt haben. Und der einen Feuerkelch besessen hat. Der Paladin Kurt ist tot. Innos sei Dank. Einen abtrünnigen Paladin wie ihn darf es im Mittelland einfach nicht geben. Hier hast du mein Gold. Meine Mission ist damit erfüllt. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, kann ich dir auch die Wüste zeigen. Was? Ach, der wäre mit uns mitgezogen, oder was? Ach so. Kann ich dir auch gleich die Wüste zeigen? Zeig mir die Wüste? Was? Nee. Was weißt du über die Feuerkirche? Nicht viel. Nur, dass die Feuermagier sie suchen. Ich glaube, Kurt hatte mal so ein Ding bei sich. Kann mich aber auch irren. Verstehe. Nein, da liegst du genau richtig. Das Rebellenlager Nemora sucht neue Leute. Ich hatte mir schon überlegt, bei den Rebellen mitzumachen. Ja dann, geh doch. Wirst du jetzt nach Nemora gehen? Ja, ich werde mich den Rebellen anschließen. Yeah! Ich danke dir, dass du meinem Leben eine neue Aufgabe gegeben hast, mein Freund. Nimm diese Heiltränke von mir. Mögen sie dir in der Schlacht helfen.